10.000 SD-Konten gewinnen. Auch ihr seid Homie, du gewalttätige Niederschlagung von Protestern. Wir sind ekelhaft. Ja, wir haben hier einen Augenzeugen, der den Anfang der Demo mitbekommen hat. Kannst du aus deiner Sicht noch beschreiben, was am Schulterblatt vor sich ging? Ich stand in der Menge und sah, dass der Wasserwerfer schoss. Wie es dazu gekommen ist, dass der Wasserwerfer geschossen hat, kann ich nicht sagen. Was ich aber gesehen habe dann in der Folge, als der Wasserwerfer aufgehört hat, da am Anfang der Demo zu feuern ist, dass dann wirklich eine kleine Gruppe von Polizisten einfach mal so ohne Rückendeckung in den kompletten Block der Demo reingeschmissen wurde von den eigenen Leuten, wo man wirklich sagen muss, da war natürlich eine aufgeheizte Stimmung. Die hat sich auch entladen natürlich an den Polizisten, und versus verdammt lange ist dann erstmal gar nichts passiert. Das heißt, die Polizei hat hier auf dem Rücken ihrer eigenen Kollegen eine Eingriffsgrundlage geschaffen, um anschließend dann natürlich mit den Hundertschaften an dem Punkt eben die Demo zu teilen in zwei Hälften. Menschenverachtend gegenüber den eigenen Kolleginnen und Kollegen, und ich würde mal fragen mich als Polizist und als Polizistin, ob ich nicht mal meinem Gewerkschaftsvertreter sage, werdet da mal aktiv, macht da mal was. Jenseits aller sonstigen Beurteilungen der Demo, eine Demo, die nicht mal einen Meter schafft, die soll nicht laufen. Eine Demo, die die Fragen von Eigentum, die Frage von Flucht, die Frage von Wohnen thematisiert, die darf nicht in die Hamburger Innenstadt. Der lange Arm der Schreibtischtäter war heute ja ganz stark zu spüren. Als dann die Lage deeskaliert wurde, vor allem von dem Recht auf Stadtblock, auf die deeskalierende Lage war die einzige Antwort der Polizei: Wir fahren jetzt Wasserwerfer auf, wir stoppen diese Demo zum zweiten Mal auf in dieser aufgeheizten Stimmung, und wieder warten wir so lange. Genau, man muss sehen, es waren hier eine Menge von 5000 oder mehr Menschen, die plötzlich wirklich dicht an dicht standen, keinen Schritt nach vorne, nach hinten konnten. Das war die Strategie der Polizei, hier ordentlich Druck reinzugeben am Anfang der Demo und tatsächlich auch noch, und das ist wirklich nahezu abartig, an dem Punkt, wo viele Leute sich reinbegeben haben, verhandelt haben, viele Leute einen Ausweg gesucht haben, gesagt haben, wir gehen jetzt erstmal bis zum neuen Pferdemarkt, dann noch an der Stelle, wo die Lage deeskaliert war, wirklich wieder mit den Wasserwerfern direkt frontal vor die Demo zu fahren, dass die Stimmung so aufgeputscht ist. Dafür trägt in erster Linie eine Person Verantwortung, das ist Olaf Scholz. Was die letzten Monate in dieser Stadt passiert ist, beim Thema Wohnen, Stichwort Esso-Häuser, die Leute hier aus den Häusern rauszureißen, beim Thema Flüchtlinge, da in der Woche, wo in Lampedusa die Boote untergehen, wirklich hier reinzugehen in die Stadt und rassistische Kontrollen anzuordnen, beim Thema Flora wird gezündelt ohne Ende, und die SPD schielt hier auf die Stammtischmehrheit, schielt hier auf das dumpfe Gefühl der Masse, schielt hier auf eine Art neue Politik der Rechten. Und das ist wirklich die Verantwortung von Olaf Scholz, dass im Moment so ein Druck in dieser Stadt ist. Und wir sehen ja hier, was hier gerade wieder weiter passiert. Und man sollte wirklich klar benennen, wer hier die politische Verantwortung trägt. Oh!
Freunde, wenn deine Wohnung geht hoch, bin ich da, dann lass ich da hingehen. Da liegt keiner. Da liegt keiner. Geh hinten rum. Geh hinten rum, da liegt keiner. Wie nehmt ihr euch denn? Das solltest du dich auch selbst noch fragen. Reflektiert mal eure Meinung hier. Kann man hier nach Hamburg kommen und nur Vandale machen wollen? Ja, und warum seid ihr hier? Warum macht ihr hier Vandale? Ich mache hier keine Vandale stehen. Ja, was machst du denn sonst hier? Bist du im Schaulustig sein oder was? Nee, ich verstehe nicht euer Verhalten. Das kann man nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen. Guck dir mal die Leute an, bei denen du dabei stehst. Nee, aber du stehst hier dabei, du sollst genauso nach Hause gehen. Wo sie hinten sollen, ist nicht verarschen oder was? Einziges Verhalten. Nicht von Polizeiseite aus. Wo kommst du her? Aber sowas von Polizeiseite aus. Was Scheiße, das habe ich noch nie erlebt. Heute hier. Nach Hause, ja, ihr könnt nach Hause, ja, na gut. Ihr könnt nach Hause, ja. Da, wo dieses grün, blau, blau-weiß ja, Prinzenbar. Da, genau, da standen ja. Wir im Eingang. Ein Polizist ist wirklich hochgesprungen und hat so runtergehauen. Das kann es doch nicht sein. Nennen sich Freund und Helfer und sowas kommt dabei raus? Da stand hier eine Frau und der eine Bulle macht noch so, buh. Was soll denn sowas? Das heizt doch nur noch mehr ein. Ja. In der Schanze aufgelöst wurde, stehen wir jetzt hier vor Ort, denn wir lassen uns das Demonstrationsrecht nicht nehmen. Wir werden hier eine spontane Kundgebung veranstalten. Wir lassen es uns nicht nehmen, hier vor Ort, direkt an den Esso-Häusern, unseren Protest, unseren Widerstand, unsere Empörung über die Vorkommnisse der letzten Tage auch kundzutun und hier unser Demonstrationsrecht auch wahrzunehmen. Reden wir mal über Verantwortung. Reden wir davon, wer profitiert eigentlich davon, dass die Esso-Häuser in über 40 Jahre nicht saniert wurden oder nicht ausreichend saniert wurden, so dass Leben gefährdet wurde, dass die Häuser evakuiert werden mussten vor einer Woche. Zwar haben wir dafür noch nicht die Gründe öffentlich vorgelegt bekommen, verdient hat daran ein Vorbesitzer, der die Häuser verkauft gekriegt hat, Ende der 90er Jahre, sehr günstig für 9,8 ungefähr Millionen D-Mark damals, also für roundabout 4,5 Millionen Euro. Und die 2009 dann an die Bayerische Hausbau weiterverkauft hat für rund 19 Millionen Euro. In der Zwischenzeit wurde nichts an den Häusern getan. Das ist schon mal allein aus dem Verkauf ein Gewinn von 14 Millionen Euro oder 13 Millionen, Entschuldige, der dabei rumgesprungen ist. Es gibt ein Amt, was dafür zuständig ist, das Amt für Wohnraumpflege im Bezirk Mitte. Das hätte eigentlich den Job gehabt, zu gucken,
hey, was ist da eigentlich los? Warum werden diese Häuser nicht repariert? Das haben die nicht getan. Andi Grote, seines Zeichens Bezirksamtsleiter, sagte achselzuckend, die haben nur anderthalb Stellen, die können sich nicht darum kümmern. So zumindest wurde es kolportiert. Und wir fordern die Polizei auf, bitte den Lautsprecherwagen zu verlassen. Es ist ein Brandalarm, verschwinden Sie hier. Wir versuchen hier eine spontane Kundgebung anzumelden. Bitte schicken Sie uns Ihren Versammlung. aufzuhören. Wir sind hier, weil wir demonstrieren wollen für die Pfefferspray. Wir fordern die Polizeiweisen auf, sich zurückzuziehen. Wir wollen hier eine Kundgebung abhalten. Wir wollen unser Recht darauf wahrnehmen, hier uns zu versammeln und auch protestieren gegen die skandalösen Vorfälle, die es in den letzten Tagen gegeben hat. St. Pauli ist nicht nur ein Stadtteil, es ist das Herz von Hamburg. Und das kann man weder versetzen, noch austauschen, geschweige denn kopieren. Die Esso-Häuser müssen bleiben, dafür muss es doch eine Lösung geben. Auch auf St. Pauli, den keiner braucht. 2012 im Februar. Das Haus in der Berner Nordstraße 85 stürzt zufällig ein. 2013, in diesem Jahr, werden die Stegenhäuser in Karoviertel an die Saga verkauft, obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner eine Genossenschaft gegründet hatten. Und jetzt, am 14. Dezember, vor einer Woche, werden die Esso-Häuser in einer Nacht- und Nebelaktion evakuiert, die Menschen auf die Straße gesetzt. Das alles hat System. Das sind Dinge, die zueinander gehören. Aus St. Pauli wird St. Vegas. Weichgespült, familienkompatibler Erotik-Themenpark. Das ist Wahnsinn. Deswegen stehen wir hier. In der Presse ist häufiger zu lesen, jedenfalls in der Presse, die irgendwie die Investorenposition hier sehr stark macht. Dass doch staatlicher Ausbau eigentlich gar keine Verantwortung trägt für den Zustand der Häuser, für die Räumung und so weiter. Das alles stimmt aber so nicht. Das stimmt nur so nicht, das stimmt auch rechtlich einfach nicht. Juristisch ist natürlich ein Hausbesitzer verantwortlich für das Haus, was er erworben macht. Das ist so ähnlich, wie man ein gebrauchtes Auto kauft und das ist nicht straßentauglich. Dann würde die Polizei wahrscheinlich eins überschreiten, wie sie das bei den Esso-Häusern vor ein paar Tagen getan hat und wollte an allen Ecken und Enden. Aber bei Häusern hat sie das nicht gemacht. Die Sachen anscheinend so kaputt, wie sie sind und lebensgefährlich, wie sie sind, einfach weiter betreiben. Die Bayerische Hausbau hat eben mit dem Erwerb der Häuser auch den Sanierungsstau mit erworben und damit auch die Verpflichtung, das Ding zu heile zu machen. Die Hausbau hat natürlich von vornherein darauf spekuliert, dass sie einen neuen Bebauungsplan irgendwie durchkriegen. Das sind die aus München möglicherweise gewohnt. Da wird eben der rote Amigo-Teppich von vornherein ausgerollt. In Hamburg hat das so schnell nicht geklappt. Das lag sicherlich auch daran, dass es Widerstand gab. Und man muss sagen, die Bayerische Hausbau hat sich sämtliche Zugeständnisse, die es bisher gab, aus der Nase ziehen lassen müssen.
genau. Und wegen all dieser Ungerechtigkeiten und all dieser Scheiße sind wir nochmal hier, um unsere Solidarität mit den Bewohnern und Bewohnerinnen und den Anwohnerinnen auszurücken. Und hier ist noch einer. Ich habe mein Zuhause kurz vor Weihnachten verloren und all meine Nachbarn sind in 30-Euro-Hotels untergebracht, ohne eine Küche, ohne ihre gemütlichen Sofas und müssen von 10 Euro am Tag leben. Und das finanziert von einem milliardenschweren Unternehmen. Da das milliardenschwere Unternehmen komplett versagt und verhält sich auch noch mega schäbig. Und die Politik, was macht die? Denen ist das scheißegal. Die ziehen ihre investorenfreundliche Politik durch. Kein Wort Kritik kam von Antje Grote gegen den bayerischen Hausbau. Kein Wort Kritik. Es wurden Gesetze gebrochen, es wurden Gelder veruntreut. Es wurde das Wohnraumschutzgesetz verletzt. Und was passiert? Die Politik, die verhängt noch nicht mal ein scheiß Bußgeld gegen diese... Bayerischer Hausbau gehört zu der sogenannten Schörkuber-Gruppe. Alexandra Schörkuber, die Inhaberin dieser Gruppe, ist bei dem unter den vom Manager-Magazin herausgegebenen 500 reichsten Deutschen auf Platz 33 gelandet. Sie hat in den letzten 2 Jahren 1,5 Milliarden Euro ihr Privatvermögen erhöht. Und die Situation stellt sich jetzt so dar, dass die Bewohner und Bewohnerinnen in billigen Absteigen unterkommen, dass die Bayerische Hausbau den Bewohnerinnen erst gar kein Geld geben wollte und erst auf massive Intervention von Mietrechtsanwälten, von Mietern Tagegeld jetzt gibt. Um dieses Tagegeld müssen wir tagtäglich mit der Bayerischen Hausbau verhandeln. Die Bewohner haben 30 Euro pro Tag gefordert, was ich persönlich eigentlich einen Witz finde. Eigentlich würde ihnen viel mehr zustehen. Ihnen würde zustehen, dass sie in einem 4-Sterne-Hotel unterkommen, dass sie Entschädigungszahlungen bekommen, dass sie in 0, nichts eine neue Wohnung bekommen. Und die Bayerische Hausbau feilscht hier um 5 Euro pro Tag. Das ist der Skandal. Wir kriegen noch nicht mal 30 Euro pro Tag, wir kriegen nur 15 Euro pro Tag. Und davon sollen wir den ganzen Tag essen gehen. Also das ist echt eine Sauerei. Der Bezirk hat vorgestern auf einer Bezirksversammlung beschlossen, dass es eine Weihnachtsfeier geben soll. Ein einmaliges Ereignis. Dafür werden 1.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Kulturzentrum Kölibri, die GBA St. Pauli, versucht seit Tagen eine Notversorgung, eine Anlauf- und Infostelle einzurichten. Wir sehen keinen Pfennig vom Bezirk, weil immer wieder darauf verwiesen wird, dass es ja diese tolle Weihnachtsfeier gibt. Das ist die Medienpolitik, das ist die Symbolpolitik, die diese Politik nur machen kann. Nichts anderes fällt ihnen ein. Ich finde, es muss auch mal Konsequenzen daraus gezogen werden und Leute müssen endlich die Verantwortung übernehmen für diese skandalösen Zustände. Ihr habt gerade die DPA verhauen, das war nicht so günstig. Also die Presse macht auch nur ihren Job, ne? Dann ist auch gut. Ihr macht euren Job, die Presse macht ihren Job und wir sind alle brav. Spontan-Demonstration wurde telefonisch angemeldet bei der Telefonnummer 110. Bitte nicht anfassen, ich fasse sie auch nicht an. Hier gibt es jetzt keine Versammlung mehr und auch keine Spontanversammlung mehr. Doch, das ist ja nicht. Entschuldigung, die ist vor 10 Minuten genehmigt worden. Da können wir leider auch nichts verändern. Wir werden der Einsatzleiter. Werden Sie der Einsatzleiter? Werden Sie der Einsatzleiter? Werden Sie der Einsatzleiter? Wer trägt denn jetzt hier die Verantwortung für diesen Einsatz? Wer ist denn der Einsatzleiter? Ich glaube, es ist gerade berechtigt, dass wir jetzt einen Beschwerden, dass diese Grundgebung vor 10 Minuten bestätigt worden ist. Wir haben diese Grundgebung gerade leider angemeldet. Die ist bestätigt worden auf seinen Namen und deswegen.
Und haben wir Recht darauf, da vorne zu stehen. Und wenn er fragt, wer der Einsatzleiter ist und uns gerade rein, obwohl wir nichts getan haben, ist es gerade legitim, würde ich mal behaupten, oder nicht? Das heißt, Sie sind jetzt der Einsatzleiter, der vorher nicht auffindbar war. Ist das korrekt? Der Einsatzleiter, der vorher nicht da war, oder? Dankeschön. Bitteschön. Man geht eigentlich der Statuten nach, man ruft an, man meldet an und auf einmal kommt ein Trupp von Polizisten, prügelt einen und schlägt einen von der Straße runter, ohne erstmal nachzufragen, was überhaupt los ist. Dann gibt es minutenlang keinen Einsatzleiter für diesen Trupp, 52, 54. Das ist eine Frechheit, was hier passiert. Unverschämt, was für ein Polizeiapparat hier aufgefahren wird. Und nie will jemand Verantwortung übernehmen. Nie. Das Grundgesetz ist ja nicht mehr aktuell, oder? Das Grundrecht ist erledigt? Ist das Grundrecht erledigt? Ah ja, das ist interessant. Das Grundgesetz ist erledigt. Und das, ach so. Das Grundgesetz ist hier nicht, das Grundgesetz ist hier nicht mehr aktuell, oder? So, dann möchte ich gerne eine Spontandemonstration auf dieser Kreuzung anmelden. Doch, doch, möchte ich. Möchte ich aber. Möchte ich aber. Aufgrund meines, aufgrund des Grundgesetzes, aufgrund unserer Gesetze, aufgrund unserer Gesetze. So bitter ist das. Oh, da kommt ja ein Gegenwind. Den Wind kann man. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Ist alles gut. Da wird einfach der Wind genutzt und wird ein bisschen mitgelaufen. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen in die Ecke drängen. Ganz ruhig, hier sind Menschen. Ganz ruhig. Alle sind ruhig. Alle sind ruhig. Stopp! Hallo! Ja, ist ja gut. Entschuldigung, ist ja gut. Gebogen haben dort an der Seite. Dann habe ich ja gleich gemerkt, dass sie mich verstanden haben, wunderbar.